Mein Name ist Eva Nitschinger und ich zeige dir heute, wie es geht, zu mehr Selbstliebe zu kommen. Was hält uns davon ab, uns voll und ganz zu lieben? Wenn du ein bisschen innehältst und nachdenkst und nachspürst, was es ist, was dich davon abhält, dich voll und ganz zu lieben, dann wirst du schnell bemerken, dass das Gedanken sind. Gedanken wie, ich bin zu dick oder ich bin nicht schön genug oder ich bin zu wenig erfolgreich, ich bin nicht so beliebt wie andere. Ja, das sind alles Gedanken, die uns davon abhalten, uns selbst, so wie wir jetzt sind, ja, so wie wir uns wahrnehmen, anzunehmen, zu akzeptieren und sogar zu leben. Was machen wir mit solchen Gedanken? Ich schlage meistens vor, The Work zu machen. The Work von Byron Katie ist eine Methode, die mit 4 Fragen und Umkehrungen den Gedanken, den wir glauben, von allen Seiten betrachtet und durchleuchtet. Und wir dürfen erkennen, was mit uns passiert, wenn wir diesen Gedanken glauben. Das heißt, wenn dieser Gedanke von meinem Gehirn produziert wird oder von irgendwoher fliegt und mein Gehirn nimmt diesen Gedanken, der ja im Grunde überall auf der Welt auftritt oder fast überall, wenn wir jetzt diese Gedanken nehmen, die ich vorher genannt habe, und mein Gehirn dann sozusagen an diesem Gedanken festhält. Und wenn mein Gehirn mein Denken an solchen Gedanken festhält, dann kommen natürlich dementsprechend die Gefühle. Und da versuche ich einen Zusammenhang herzustellen mit The Work. Das heißt, ich beginne zu verstehen, wie ich mich fühle, wenn ich diesen oder jenen Gedanken glaube. Wir nehmen einfach mal den Gedanken, ich bin zu dick. Das hat wahrscheinlich wirklich fast jeder schon gedacht. Ich bin zu dick. Was mache ich mit diesem Gedanken? Ich stelle die erste Frage, und zwar, ist es wahr? Stimmt das? Und es geht nicht darum, dass ich mein Gehirn befrage, weil das sagt natürlich ja, das denkt den Gedanken ja, sondern ich nehme den Gedanken quasi wie so ein Symbol oder ein Objekt ins Außen und betrachte diesen Gedanken, der da lautet, ich bin zu dick. Und The Work ist Meditation. Das heißt, ich beginne über diese Frage zu meditieren. Nachzusinnen, nachzuspüren, ist es wahr? Kann ich wissen, dass dieser Gedanke wirklich wahr ist? Und da kann ein Ja auftauchen oder ein Nein. Und beides ist okay. Frage 2. Kannst du mit absoluter Sicherheit wissen, dass es wahr ist? Das heißt, ich nehme diesen Gedanken und halte ihn wieder hier und gucke ihn an und sage, okay, ich bin zu dick. Kann ich das mit absoluter Sicherheit wissen, dass das wahr ist? Absolut sicher würde bedeuten, es gibt keinerlei Zweifel, nicht mal 0,1% Zweifel. Und da muss ich wieder nachsinnen. Ja, so eine Frage stellt man sich nicht. Die allerwenigsten von uns haben schon ihre Gedanken überprüft. Das heißt, wir glauben diesen Gedanken einfach, wir erzählen ihn immer wieder und programmieren ihn dadurch noch tiefer ein in unser Gehirn. Andere vielleicht sagen genau dasselbe und dann glaube ich den, völlig ungeprüft. Und bei der Frage 2 ist die Einladung, wirklich ganz tief zu gehen und zu gucken, ob von hier unten, ihr seht, ich schließe da immer die Augen, damit ich wirklich so ganz bei mir bin und von tief unten die Antwort auftauchen lasse. Ja? Oder nein. Und nur diese beiden Antworten gelten. Also wenn mein Gehirn wieder anfängt, mir irgendetwas zu erzählen, ja natürlich bist du zu dick und was ist denn das für eine Frage und es ist jetzt egal, ich habe eigentlich gar keine Lust mehr darüber nachzudenken, lass uns einfach putzen gehen oder fortgehen oder Fernsehen gucken. All diese Bewegungen des Gehirns bemerke ich, gebe denen aber nicht nach, sondern bleibe bei meiner Meditation. Ich bin zu dick. Kann ich mit absoluter Sicherheit wissen, dass das wahr ist? Bis ein Ja oder Nein kommt. Frage 3. Wie reagiere ich, wenn ich diesen Gedanken glaube? Wie reagiere ich
oder was passiert? Ja, was passiert in mir? Was passiert im Außen? Ja, wie begegne ich anderen Menschen? Oder wie tue ich Dinge, falls ich sie überhaupt tue? Oder was bin ich gar nicht in der Lage zu tun, solange ich diesen Gedanken, ich bin zu dick, glaube? Es gibt schöne Unterfragen, ganz viele Unterfragen bei der Frage 3, wo wir wirklich alles erforschen können, welche Gefühle da auftauchen, wo wir die vielleicht kennen, ja, von der Kindheit, wo die herkommen, diese Gefühle. Vielleicht hängen die auch mit ganz was anderem zusammen, als mit diesem Gedanken, den wir gerade überprüfen. Wir können in die Zukunft gehen, was für Bilder auftauchen, wenn ich mit diesem Gedanken, glaubend diesen Gedanken in die Zukunft gehe. Das heißt, wir können von allen Seiten überall diesen Gedanken reflektieren und schauen, was alles passiert bei mir, wenn ich diesen Gedanken glaube. Super interessant rauszufinden, welch Leid oft an einen Gedanken gebunden ist, der da ist, der in unserem Gehirn ist, in dem Fall wahrscheinlich aufgrund von Vergleichen. Ja, wie könnte ich zu dick sein, wenn ich noch nie irgendeinen anderen Menschen als Vergleich gehabt hätte oder wenn mein Gehirn gar nicht gelernt hätte zu vergleichen, wenn es keine Modezeitschriften gäbe oder Fernsehen gäbe, wo ich Leute sehe, die heute als schön betitelt werden und die sind schlank. Ja. Woher soll es mein Gehirn wissen? Und das einfach mal reflektieren. Also das ist wirklich eine Einladung, da tief zu gehen und sich Zeit zu lassen mit dieser Frage 3. Eine Entdeckungsreise durch unseren Körper sozusagen. Und wir bleiben bei diesem Gedanken. Und die Frage 4 ist dann, wer wäre ich? Wer wäre ich im selben Moment, natürlich selbstverständlich mit demselben Körper, wenn ich diesen Gedanken nicht glauben würde? Also es ist nicht Affirmationen machen, wo ich mir einrede, ich bin super dünn oder ich werde jeden Tag noch dünner und dünner. Darum geht es überhaupt nicht, sondern es ist quasi eine Möglichkeit, das zu entdecken, was in mir wirklich drin ist. Also ich nenne das gern das wahre Selbst. Das wahre Selbst, das auftauchen darf, wenn dieser Gedanke einfach mal davon fliegt. Ich stelle mir das gerne vor, dass der Gedanke, der ja noch in meinem Kopf ist, bei Frage 4 herausfliegt aus meinem Kopf. Und ich warte einfach, wer bin ich, wenn dieser Gedanke weg ist? Und da tauchen spannende Dinge auf. Ja? Find's raus, probier's aus und lass dir Zeit. Das funktioniert bei einigen nicht gleich beim ersten Mal. Aber wenn du es öfter machst und dich wirklich darauf einlässt und immer wieder nachspürst, wer bin ich ohne diesen Gedanken? Wer bin ich jetzt in diesem Moment ohne diesen Gedanken? Wenn ich schlafe, denke ich nie, ich bin zu dick. Wenn ich irgendwas ganz, ganz mit Leidenschaft mache, ja, und richtig Spaß dran habe, habe ich noch nie gedacht, ich bin zu irgendetwas dick oder erfolglos oder unbeliebt oder laut oder was auch immer. Ja. Dieses Zu, ja, ist ja immer ein Vergleich. Und wenn ich wirklich in Achtsamkeit bin und mich beschäftigt mit einer Sache und mein Denken mit dieser Sache auch wirklich beschäftigt ist, oder ich merke auch immer, wenn ich für andere Leute was tue, also wenn ich anderen Leuten mit irgendwas dienlich bin, dann ist das weit, weit weg von diesem Vergleich, mich mit anderen zu vergleichen. Und in diesen Momenten bin ich es ja schon, ja, sozusagen die Eva ohne diesen Gedanken. Also das ist so der Trick quasi, im Hier und Jetzt, einfach so, wenn ich hier sitze und einen stressvollen Gedanken glaube über mich, dass ich den dann herausnehme und überprüfe mit den 4 Fragen von The Work. Danach wird umgekehrt, das heißt, ich nehme diesen Gedanken, den ich immer so angeguckt habe, und gucke mal von hinten drauf. Ja? Es ist quasi ein und dasselbe Gedanke, wortwörtlich bleibt der. Und wenn ich den jetzt wieder hernehme, diesen ich bin zu dick, dann ist das Gegenteil, ich bin zu dünn. Oder
bisschen einfacher vielleicht, ich bin nicht zu dick. Und auch hier geht es nicht darum, dass man sich betrügt oder sich irgendwie bescheißt, ja, und sein Gehirn austrickst, ja, sondern es geht darum, dass ich mein Gehirn wirklich immer wieder auf Pause schicke während der Work und hier unten, ja, hier unten gucke, was ist meine Wahrheit? Und wie stimmt es, dass ich nicht zu dick bin? Jetzt im Moment. Hier. Und da kommen Beispiele 1 meistens, weil es immer eins gibt. Also es gibt immer, wenn ich hier A sehe, gibt es immer hier ein B. Ja? Es hat alles zwei Seiten. Das heißt, 1 gibt es in jeder Situation mindestens und vielleicht auch 2 oder 3. Oder ich gehe ein bisschen raus aus dieser Situation und gucke dann wieder nach Beispielen für die Umkehrung. Und ihr könnt euch vorstellen, wenn ich wirklich glaube, ich bin zu dick, dann hat mein Gehirn im Laufe der Jahre oder Jahrzehnte unglaublich viele Beweise schon geliefert, warum das stimmt, dass ich zu dick bin. Jeden Tag, wenn man in den Spiegel schaut, kommt schon, ah, bist du dick. Ja? Also unser Gehirn ist ja schon wirklich, wirklich fit mit solchen Sachen und unglaublich schnell und absolut programmiert in dieser Welt, in der wir leben. Und wenn in dieser Welt zu dick existiert, dann denkt es mein Gehirn ganz brav, immer wenn es die Gelegenheit dazu hat. Und jetzt laden wir Sie ein, von der anderen Seite auf dieselbe Medaille zu gucken und auch dafür Beispiele zu finden. Ja, wie stimmt das? Nicht stimmt das, sondern wie stimmt es, dass ich nicht zu dick bin und vielleicht sogar zu dünn? Lass dich drauf ein, probier es einfach aus. Es funktioniert wirklich. Millionen Menschen machen das weltweit und ich kann da nur sagen, dass es eine unglaubliche Erleichterung schafft, alle Dinge in der Welt immer, vielleicht schon automatisch nach einer Zeit, von 2 Seiten, manchmal sogar von mehreren Seiten sehen zu können. Wir hören auf, diese unipolare Blickrichtung auf irgendwas zu haben, ja? Dass wir etwas nur schwarz sehen oder nur grau oder nur weiß oder nur falsch, nur richtig. Ja? Das hört auf, wenn wir The Work machen. Es gibt noch eine Umkehrung zu diesem Satz, ich bin zu dick. Und die zweite Umkehrung, wenn ein Ich vorne steht, ist, dass wir mein Denken einsetzen. Also nicht ich bin zu dick, sondern mein Denken ist zu dick. Meine Gedanken sind zu dick. Und wie ist es wahr? Find ein Beispiel, dass dein Denken zu dick ist in dem Moment. Ja? In dem Moment, wo du vielleicht an die Runde geguckt hast oder in den Spiegel geguckt hast und gedacht hast, oh, bin ich dick. Ja? Wer ist da wirklich dick? Wer erinnert dich, als wir vorher oder als ich vorher bei dieser Tätigkeit war, die mir total Spaß macht und wo ich total beschäftigt bin und mein Gehirn fokussiere auf diese Tätigkeit und die dann ausübe, dann war ich ja nicht zu dick dafür. Ja? Das heißt, in der Situation war ich nicht zu dick und jetzt bin ich auf einmal zu dick. Wie soll das gehen? Oder wenn ich schlafe, bin ich nicht zu dick, dann schlafe ich einfach. Und jetzt, wo ich vorm Spiegel stehe und da reingucke in meinem neuen Kleid, denke ich auf einmal, ich bin zu dick. Ja? Also hier merkt man auch schon, wie sehr unser Denken involviert ist, unser Verstand, unsere Gedanken. Ja? Und unsere Gedanken sind zu dick. Das könnte ich mir auch gut vorstellen als Beispiel, wenn ich immer denke, ich bin zu dick und ich bin zu dick und ich bin zu dick, ja, dann ist mein Denken zu dick, das heißt, es trägt einfach viel zu dick auf. Ja? Das macht es zu meinem Lebensthema oder zu meinem Hauptthema und es dreht sich irgendwie alles um das. Das kann jetzt bei einem zu dick sein, das war jetzt ein Beispiel einfach, weil ich denke, dass das jeder von uns schon mal gedacht hat. Aber stellt euch mal vor mit, ich bin zu unbeliebt, ja, oder ich bin unbeliebt, als Fakt auch vielleicht, ja. Oder ich bin nicht schön genug, oder ich habe kein Geld, ja? Ich bin nicht selbstbewusst, ich bin erfolglos. All diese Gedanken, die uns davon abhalten, uns voll und ganz zu leben, die können wir einen nach dem anderen, wirklich einen nach dem anderen, nicht zwei auf einmal, das geht nicht, einen nach dem anderen rausnehmen, hierher stellen und sagen, jetzt überprüfe ich dich. Jetzt schaue ich einfach mal, ob du überhaupt wahr bist.
Und es geht nicht darum, zu beweisen, dass das nicht wahr ist. Auch darum geht es nicht. Sondern es geht darum, rauszufinden, was mit diesem Gedanken los ist. Ja? Ist er wahr? Kann ich es mit absoluter Sicherheit wissen, dass es wahr ist? Wie reagiere ich? Ja, was passiert bei mir? Was passiert in meinem Leben? Was passiert mit meiner Gefühlswelt, wenn ich diesen Gedanken als wahr ansehe? Und wer wäre ich ohne diesen Gedanken? Rausfinden, wer ich wirklich bin, mit der Frage 4. Und dann kehre ich den Gedanken um, ins Gegenteil, jeder Gedanke lässt sich ins Gegenteil drehen und ich suche Beispiele. Ich glaube, dass wir da auch unser Gehirn umprogrammieren mit den Umkehrungen. Ja? Das ist so Reframing, ja? und tieferes, effektiveres für mich Reframing, wie es im NLP zum Beispiel gemacht wird. Ja? Also ich setze ein Bild, einen neuen Rahmen auf. Ja? Reframing, einen neuen Rahmen drauf machen. Und ich gucke auf etwas, was ich vielleicht das ganze Leben als schrecklich angesehen habe und auf einmal sehe ich es als wunderbar an. Ja? Wenn man jetzt das krasse Gegenteil nimmt und in der Mitte vielleicht einfach mal als nicht schrecklich. Was für eine Erleichterung da auftaucht, wenn ich echte, authentische, ehrliche Beispiele finde. Und um das geht's, nicht bescheißen, sondern wirklich so lang suchen, bis man echte, authentische Beispiele fühlt. Nicht konstruieren, fühlen. Probier's mal aus und ja, wenn du magst, schreib gerne drunter, wenn du Fragen hast unter dieses Video und ich beantworte die auch wirklich sehr gerne. Schön, dass du dabei warst und viel Spaß beim Ausprobieren mit deinen Gedanken, die dich davon abhalten, dich selbst voll und ganz zu lieben. So wie du bist und nicht so wie du denkst, dass du sein sollst. So wie du bist. Jetzt, gerade, in diesem Moment.